Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Sweet Amores Let's Play in der Lissandra-Version. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Halloween wie ich. Also was ich so gemacht habe, ich war mit meinem Freund und meiner besten Freundin unterwegs und sind so um die Häuser gezogen. hatte meinen Geburtstag noch so grob gefeiert. Ja, und jetzt starte ich mit der schönen Episode. Okay, nicht so schön, aber... Eine Zeitreise. Wer ist das Mädchen, das am Ende des Konzerts aufgetaucht ist? Finde es heraus. Ja, also ich habe mir schon einen Revolver gekauft, aber das sieht man jetzt hier nicht. Also, scheiß drauf. Jedenfalls, ich habe einen Revolver in der Hand. Und der Ton war noch nicht ausgeschaltet. Scheiß drauf. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Kaste. Hast du ihn irgendwo gesehen? Wer ist das? Ich habe sie noch nie hier gesehen. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, das solltest du haben. Hat es dir die Sprache verschlagen? Nein, entschuldige, ich habe bloß kurz nachgedacht. Es tut mir leid, wenn ich so darauf bestehe, aber ich muss ihm wirklich dringend sprechen. Weißt du, wo er ist? Ihr sagen, wo Kastia wahrscheinlich ist, sie in die falsche Richtung schicken. Er ist in Richtung Turnhalle gegangen. Vielen Dank. Kein Problem. Schnell, ich muss Kastia unbedingt vor ihr finden. Er war eben im Keller. Gut. Gehen wir mal in den Keller. Ich frage mich, wer sie wohl ist. Hoffentlich kennt sie Kastia, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich mit solchen Mädchen abgibt. Glaube ich jedenfalls. Oh doch. Er gibt sich mit solchen Mädchen. Und Lulu? Wie hat dir das Konzert gefallen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss Kastia finden. Es war toll und du hast großartig gespielt. Das Outfit stand dir auch gut. Irgendwie cooler als sonst. Ja. Es tut mir leid. Ich habe ihm keine Zeit gelassen zu antworten. So. Ah, da bist du ja. Was ist denn los? Das ist so ein komisches Mädchen, das dich sucht. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Redest du jetzt von dir in der dritten Person? Nein, ich rede nicht von mir. Sehr witzig. Du hast also niemanden außer mir mit mir geredet? Ja. Nein, echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tut mir leid, wenn ich deine Ironie nicht immer verstehe. Du hast mir immer noch nicht verraten, wer mich sucht. So ein Mädchen mit langen braunen Haaren und kleinen Zöpfchen und löchriger Jeans. Also einen ziemlich auffälligen Look, wenn du mich fragst. Das sagt mir nichts. Bist du sicher, dass sie mich sucht? Gibt's hier noch andere Kastels? Ja, stimmt. Wenn ich sie noch treffe, bevor ich nach Hause gehe, okay. Aber ich habe nicht vor, noch länger hier in der Schule rumzuhängen. Kann ich mit dir kommen? Okay, dann bis morgen. Er ist in Richtung Flur gegangen. Ich hoffe, das Mädchen ist auch nach Hause gegangen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja. Ja. Solltest du auch haben. Nachdem eben noch so viele Leute hier waren, ist es jetzt komisch, die Schule so leer zu sehen. Hast du Kastia gefunden? Ja, aber das hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. Was wolltest du von ihm? So ein Mädchen hat nach ihm gesucht und ich wollte etwas mehr darüber erfahren. Da waren einige Mädchen, die ihn heute Abend gesucht haben. Er hatte echt Erfolg nach dem Konzert. Du doch auch, oder? Ich habe mich schnell aus dem Staub gemacht, vorsichtshalber. Du bist echt süß. Das war eine gute Entscheidung, du Angsthase. Ja. Trotzdem, es war super. Ich bereue nicht, dass ich gespielt habe. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich das nicht erlebt. Oh, kein Problem. Danke, dass du zugestimmt hast. Ohne Schlagzeuge hätten wir wirklich doof dagestanden. Selbst mit Kastel habe ich Spaß gehabt. Ich hätte unsere Streitereien beinahe vergessen. Ihr habt Spaß gehabt?
Ja, du warst doch dabei. Ich habe mit dem Trommelstücken auf ihn gezielt. Das war super. Du bist so gemein. Und ich dachte, sie wären dir aus der Hand gerutscht. Ja, natürlich. Das habe ich dir ja gerade gesagt. Nein, nicht so ganz. Okay, dann bis morgen, Lulu. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich werde lange an der Schule bleiben, um für eine Prüfung zu lernen. Und warum hast du ihnen nicht einfach die Wahrheit gesagt? Sie wären niemals einverstanden gewesen, vor allem mein Vater. Und du hast keine Angst, dass Amber ihnen etwas erzählt? Dazu hätte sie keinen Grund. So gemein ist sie nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Bis morgen. Bis morgen. Gut, dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Ich wollte gerade nach Hause gehen, als mich jemand am Arm festgehalten hat. Lisanda! Aber mir ist aufgefallen, bei meiner Nami-Version habe ich irgendwie Kenden da verpasst. Er hätte mich nämlich auch nach Hause begleitet. Und da kam auch, glaube ich, so ein ganz lustiger Dialog, ne? Er wollte da so vorausgehen. Und unsere Sue dann so: Hey, warte mal, du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Und Kenden so: Ah, doch. Als du dann hier so neu in die Schule kamst, da habe ich dich gefolgt, da habe ich dir gefolgt, ne? Und er dann so Pause. Und so Suse um Gedanken: Was? Und kennt dann so: Ja, du solltest vorausgehen. Oh Mann, und das habe ich bei meiner Nami verpasst, aber jedenfalls. Naja. Egal, egal. Ich hatte Angst, du wärst nach Hause gegangen, ohne dass ich nochmal mit dir geredet hätte. Tut mir leid, ich dachte, du wärst schon gegangen. Nein, aber Nina war noch da und wollte mit mir über das Konzert reden. Und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen, weil es ihr offenbar wichtig war. Das ist nett von dir. Ich wollte mich bei dir bedanken für das alles. Ich hatte lange nicht mehr so einen Spaß und es war toll, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Mir war nicht klar, dass mir das vorher gefehlt hat. Echt? Umso besser. Es ist schön zu hören, dass es allen Spaß gemacht hat. Das ist noch untertrieben. Ich wollte mich bei dir revanchieren. Aber mir ist noch nichts eingefallen. Deshalb dachte ich begleite dich bis zu dir nach Hause, wenn du möchtest. Ja, gerne. Nein, danke. Ich gehe lieber allein. Dann lass uns gehen. Lisanda hat mich nach Hause gebracht. Natürlich haben wir unterwegs vom Konzert gesprochen, aber auch über seine Gruppen und vieles andere. Ich hatte das Gefühl, ihn so besser kennenzulernen. Sobald wir vor meinem Haus angekommen waren, hat er sich verabschiedet, um auch nach Hause zu gehen. Er musste einen ganz schön großen Umweg machen und das nur, um mir eine Freude zu machen. Ja, bei Kenton kam irgendwie, wir wissen immer noch nicht, wo er wohnt, aber er meint angeblich, es sei auch nicht so weit. Am nächsten Tag zurück in der Schule. Ja, dann suchen wir mal die anderen. Oder nee, was passiert jetzt nochmal? Ding Dong. Eine Ankündigung? Alle Schüler werden darum gebeten, sich im Klassenraum B zu geben. Die Direktorin möchte eine Ankündigung machen. Das heißt, die Lehrer möchten euch etwas sagen. Das Reden über den Lautsprecher ist nicht so ganz Mr. Fareys Sache. Ich bin nicht die Letzte. Nathaniel und Castle sind auch noch nicht da. Bitte setz dich, Lulu. Ja, sofort. Ich habe mich neben Viola gesetzt. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ruhe, bitte. Erst einmal möchte ich mich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr mit eurer Hilfe so ein Projekt möglich gemacht habt. Warten wir nicht auf Castiel und Nathaniel? Dank euch konnte die Schule genug Geld einnehmen, um unsere Pläne zu verwirklichen. Die Katastrophe vom Orientierungslauf ist somit auch vergessen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, aber von welchen Plänen sprechen Sie? Und ich habe mich gefragt, wer wohl als erstes diese Frage stellen würde. Im Moment können wir dazu noch nichts sagen. Es soll eine Überraschung werden. Da wir Lehrer uns bei der Organisation des Konzerts um nichts kümmern mussten, übernehmen wir jetzt das Aufräumen. Vielleicht werden wir im Laufe des Tages außerdem einige der Schüler um Hilfe bitten, aber es wird sich dabei nur um Kleinigkeiten handeln. Wir möchten uns außerdem ganz besonders bei Lulu für die Idee und die Hilfe der Organisation bedanken. Lulu, könntest du bitte kurz aufstehen? Ja, es ist mir zwar ein bisschen unangenehm, aber es freut mich auch. Das heißt, es würde mich freuen, wenn Emma mich nicht mit ihren Blicken umbringen würde.
Alter, ich stelle sie mir so mit Laseraugen vor. Das ist alles, was wir euch sagen wollten. Ihr könnt jetzt wieder gehen. Aber vielleicht könnten Sie eine kleine Andeutung machen, was Ihre Pläne angeht. Ich sagte doch schon nein. Wer nicht wagt. Okay, ouch. Ich bin hingefallen, als gerade alle aus dem Klassenraum kamen. Alles in Ordnung, Lulu? Ja, danke, Armin. Er hat mir geholfen, aufzustehen. Du bist aber auch wirklich ungeschickt. Haha, nein, das war ausnahmsweise mal nicht meine Schuld. Amber hat mich geschubst. Hey, hörst du mir nicht zu? Entschuldige, ich war gerade in Gedanken. Das habe ich gemerkt. Ich habe gefragt, ob du weißt, wovon die Direktorin gerade geredet hat. Was für ein Projekt könnte das sein? Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Ich frage mich eher, warum Nathaniel und Kaste nicht hier sind. Und da ist dieses komische Mädchen. Ein Mädchen? Welches Mädchen? Sie ist nicht hier auf der Schule. Sie hat eine zerrissene Jeans und einen Top mit ganz tiefem Ausschnitt. Mist, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Hör auf, sonst werde ich noch eifersüchtig. Das war ein Scherz. Ich werde mal die anderen fragen, ob sie das Mädchen vielleicht gesehen haben und wenn ja, ob sie sie kennen. Bestimmt treffe ich dann auch Nathaniel und Castiel. Oder auch nicht. Ich bin sicher, die Schule bereitet für uns ein Laserspiel vor. Ein was? Oh nein, ich hasse so etwas. Ja, das war echt super. Du kennst das? Ja, es ist echt toll, obwohl man danach immer schweißgebadet ist. Oh, du hast es also schon mal gespielt? Du bist echt toll, ich sag's doch. Naja, nein, nicht wirklich. Diese Schule ist echt cool. Ein Orientierungslauf, ein Konzert und jetzt auch noch ein Ausflug in die Stadt. Ein Ausflug in die Stadt? Ich bin sicher, das ist es, wovon die Direktorin gesprochen hat. Sie machen mit uns eine Shoppingtour. Dazu hätten wir doch keine Spenden sammeln müssen. Doch, mit dem Geld kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Ich lasse ihn mal weiter träumen. Es scheint ihm Spaß zu machen. Ich zerstöre lieber gleich seine Illusion, bevor er sich zu sehr darauf freut. Warum grinst du so? Habe ich irgendetwas Lustiges gesagt? Und ja. Ja, und deshalb mögen wir dich ja alle so gerne. Du bist nett. Ach, Alexi, der kleine Träumer. Ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen kann ich sein. Ich frage mich, was die Lehrer für uns vorbereiten. Du weißt es auch nicht? Ich dachte wenigstens, die Klassensprecher wüssten Bescheid. Oh, vielleicht weiß Nathaniel etwas, aber ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Sie sollten ihn fragen. Ja, du hast gestern nicht zufällig ein Mädchen mit braunen Haaren beim Konzert gesehen? Sie war ziemlich auffällig gekleidet. Ich habe nur eine kleine Blonde gesehen, die mit Lysander herumlief. Warum? Ich hatte gehofft, du wüsstest, wer sie ist. Naja, Pech gehabt. Hallo Rosalia. Gestern hat so ein Mädchen nach Kasti gesucht. Sie trug zerrissene Jeans. Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, leider nicht. Wer ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Deshalb frage ich. Da fragst du leider die Falsche. Sorry. Hier ist niemand. Ich bin sicher, die Lehrer planen für uns eine Klassenfahrt ins Ausland. Meinst du, das wäre echt super? Finde ich nicht. Wenn wir so weit wegfahren, würde das bedeuten, dass ich Lay die ganze Zeit nicht sehen kann. Dann müsste ich mir wieder eine falsche Entschuldigung schreiben, um nicht mitzufahren. Wenn das nur wegen ihren Freund. Alexi ist noch nicht lange auf der Schule. Ich bezweifle also, dass er das Mädchen kennt, das nach Kastik gesucht hat. Armin ist noch nicht so lange auf der Schule. Ich bezweifle also, dass er das Mädchen kennt, das nach Kassel gesucht hat. Was willst du? Warum hast du mich eben geschubst? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß, dass du es warst. Du warst direkt hinter mir. Du kannst mir gar nichts beweisen und jetzt lass mich in Ruhe. Sie ist in die entgegengesetzte Richtung davon gerauscht. Zum ersten Mal hatte sie nicht dieses selbstverliebte Grinsen. Ich frage mich, was sie wohl hat. Da hinten ist Amber. Sie ignoriert mich vollkommen. Umso besser, wenn das nur immer so sein könnte. So, warte mal. Habe ich irgendwen verpasst?
Du hast nicht zufällig ein Mädchen in einem ziemlich auffälligen Outfit gesehen? Meinst du die süße Kleine, die Lysander hinterherläuft? Warum? Ist was passiert? Nein, die meinte ich nicht. Die andere ist ganz und gar nicht süß. Die trägt so zerrissene Jeans. Oh, nein, so einen habe ich noch nie gesehen. Ist das eine neue Schülerin? Keine Ahnung, aber das würde ich gerne herausfinden. Wenn es eine neue Schülerin ist, werden wir das bald erfahren. Du solltest also lieber nicht deine Zeit damit verschwenden, sondern mit mir kommen. Mit dir? Wohin denn? Ich will herausfinden, was die Lehrer planen. Bis jetzt habe ich nur ein paar Fetzen aufgeschnappt. Kommst du mit? Nein, lieber nicht. Jedes Mal, wenn ich mit dir gehe, finde ich mich plötzlich im Lehrerzimmer wieder. Es ist schließlich nicht meine Schuld, wenn man dort die meisten Informationen findet. Ja. Was würde jetzt Lysander sagen? Neugier ist eine schlechte Eigenschaft, Mädchen. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich frage mich, wo Nathaniel steckt. Oh Gott, halt die Fresse. Lysander habe ich noch gar nicht gesehen. Ich werde herausfinden, was sie planen. Und wenn ich es weiß, wirst du mich anflehen, es dir zu fragen. Aber ich werde nichts sagen. Glaubst du, du wirst mir sowieso alles Blühbaum erzählen? So, hey. Hallo, entschuldige, wenn ich störe, aber hast du heute schon Kastel gesehen? Nein, noch nicht. Du auch nicht? Nein, ich hoffe, er ist nicht krank. Dann hätte er dir doch bestimmt Bescheid gesagt, oder? Deshalb mache ich mir ja gerade Sorgen. Ich wollte dich auch etwas fragen. Gestern Abend war so ein Mädchen mit braunen Haaren und einer zerrissenen Jeans, die nach Kastel gesucht hat. Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, und falls doch, erinnere ich mich jedenfalls nicht daran. Das ist ja mal was ganz Neues. Ich habe weder Kastel noch Nathaniel gefunden und niemand kennt das Mädchen von gestern. Ich geb's auf. Klack. Oh, jemand kommt aus dem Lehrerzimmer. Hey, hallo. Du hast mir doch gestern geholfen, Kastel zu finden. Hallo. Was macht die denn hier? Was macht sie im Lehrerzimmer? Es scheint dich zu überraschen, mich hier zu sehen. Das kann ich verstehen. Du warst noch nicht da, als ich hier auf der Schule war. Du bist eine ehemalige Schülerin? Bingo, ich bin Deborah. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Lulu, eine ehemalige Schülerin. Darum kennt sie also Kastel. Aber bei dem Outfit hätte sie doch die anderen. Aber bei dem Outfit hätten sie doch die anderen an sie erinnern müssen. Sorry, dass ich nicht länger mit dir quatschen kann, aber ich werde meine alten Mitschüler suchen. Ich habe sie echt lang nicht mehr gesehen. Bis später. Bis später. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Noch schlechter als vorher. Dann ist sie also wieder da. Lysander? Er hat uns zugehört? Das ist ja doch immer der Erste, der sagt, dass man sich nicht in die Angelegenheit der anderen einmischen soll. Ich wüsste zu gerne, was sie hier will. Sie war es, die gestern nach Kastel gesucht hat. Weißt du, was sie von ihm wollte? Ich kann es mir vorstellen. Entschuldige mich, aber ich muss mal telefonieren. Warte, erklär's mir doch bitte. Später, okay? Ah, okay. Er war ziemlich ernst. Deadpool also. Jetzt, wo ich weiß, wie sie heißt, finde ich vielleicht bei den anderen mehr über sie heraus. Schnüffeln, schnüffeln, schnüffeln! Da hinten sind Kentin, Alexi und Armin. Ich ändere mein Outfit bestimmt nicht. Es gefällt mir, wie es ist. Der Military Look ist out. Zieh wenigstens mal eine andere Hose an. Sonst denkt man noch, du kommst direkt aus einer Kaserne. Das war keine Kaserne, sondern eine Militärschule. Unwohl. Und was ist der Unterschied? Armin mischt sich auch ein? Lulu, sag ihnen, dass ich gut aussehe. Ja, das steht ihm doch gut. Ist dein Bitte zu viel verlangt? Und unhöflich bist du auch noch. Hat die Militärschule ja nicht viel gebracht. Habt ihr es bald? Sie wollen mich doch bloß ein bisschen ärgern, das ist alles. Es nervt aber. Okay, wir hören ja schon auf. Jedenfalls erstmal. Es ist wirklich fies zu Leuten, die ja nicht mal. Was machst du gerade so, Lulu? Ich wollte die anderen fragen, ob sie Deborah kennen und was sie über sie wissen. Wen? Deborah, eine ehemalige Schülerin. Kenne ich nicht. Logisch, du bist ja auch neu hier. Und du willst nur so aus Neugier mehr über sie wissen?
Oh, ich spüre schon Lysanders Aura um die Ecke und mit seinen weiten Nasenflügeln. Neugier! No! Nein, Spaß. Nicht nur deshalb. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wirklich? Soll ich bei deiner kleinen Umfrage helfen? Würdest du das tun? Zu zweit geht das bestimmt besser. Dann komm, bis später, Jungs. Ich hoffe, wir sehen uns nicht so schnell wieder, Alexi. Freu dich nicht so früh. Ich bin schließlich auch noch da und ich kenne keine Gnade. Der arme Kenton. Ah, die drei sind so knuffig. Und wie gehen wir die Sache an? Keine Ahnung, mir fällt irgendwie nichts ein. Wir könnten die anderen einfach fragen, wenn uns nichts Besseres einfällt, warum nicht? Okay, dann komm. Huge. Das sind Emma und ihre Freundinnen. Besser du fragst sie und ich halte mich zurück. Und warum? Sie ist nicht besonders gut auf mich zu sprechen, besonders im Moment. Erzähl doch keinen Unsinn. Alle hier haben dich gern. Komm. Hat nach meiner Hand gegriffen und mich hinter sich hergezogen. Was wollt ihr beiden? Also, ich habe eben eine ehemalige Schülerin getroffen und ich wollte mehr. Und ich würde gerne mehr über sie wissen. Vielleicht kennst du sie. Sie heißt Delpor und. Wie bitte? Oh je, diese Reaktion lässt nichts Gutes ahnen. Kommt, Mädels, wir müssen dieses Biest finden. Sie sind schnell weggegangen. Oh, da hast du wohl richtig gesehen. Diese Debo scheint nicht besonders nett zu sein. Im Gegenteil, ich habe mich geirrt. Wieso das? Also, wenn Emma sie nicht leiden kann, muss sie zumindest einigermaßen anständig sein. Ach so, nach dem Motto, die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde? Ja. Bis jetzt wissen wir nur, was Emma von ihr hält. Wir sollten auch noch die anderen fragen. Sie findet sich echt zu toll mit diesem tiefen Ausschnitt und ihrem Make-up. Aber sie ist noch hässlicher als vorher. Ah, sie hat wohl gerade Deborah gesehen. Keine Sorge, Amber. Du hast zu viel Klasse für eine Midi. Wenn du mich fragst, ist das eher der Typ Mädchen, die sich nachts auf den Straßen herumtreiben, um Geld zu verdienen. Die wirkt echt billig und wie die sich schminkt, schrecklich. Die hinterlässt bestimmt überall eine Farbspur, wo sie vorbeikommt. Das sind also typische Mädchengespräche, da bekommt man ja Angst. Nein, das ist ein typisches Gespräch zwischen Zicken. Hohohoho, die sind echt. Ah. Hallo Iris, ich habe eben eine ehemalige Schülerin getroffen, eine gewisse Debra. Kennst du die? Oh, wirklich? Debra ist wieder da? Super. Oh, du magst sie also? Ja klar, sie ist echt nett. Sie hat mir immer in Mathe geholfen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Ihr seid euch ein bisschen ähnlich, findest du? Ja, sie hat auch immer versucht, einem zu helfen. Ich hoffe, sie hat sich nicht verändert. Ich gehe mal zu ihr. Weißt du, wo sie ist? Nein, tut mir leid. Kein Problem. Dann suche ich sie eben. Bis später. Das ist ja mal eine tolle Überraschung. Vielleicht hast du ein schlechtes Gefühl, weil sie dir ähnlich ist. Du hast Angst, dass sie deinen Platz einnimmt. Aber keine Sorge, das passiert schon nicht. Nein, damit hat das nichts zu tun. Iris mag alle gerne. Wir sollten noch jemanden anderen fragen. Wie du willst. Wusstest du schon, dass eine ehemalige Schülerin zu Besuch ist? Ja, ich habe es gerade erfahren. Kennst du sie? Nicht besonders gut, aber ich weiß, dass sie nett ist. Wir haben nie besonders viel Gelegenheit gehabt zu reden, weil sie immer so beschäftigt mit ihrer Musik war und ich viel Zeit mit Lay verbracht habe. Sie mag Musik? Die muss cool sein. Oh, Alexi, scheiß noch rein. Haha, wusstest du das nicht? Sie hat in einer Band gespielt, aber dann wurde sie entdeckt und hat eine Solokarriere gestartet. Echt? Und was macht sie dann hier? Keine Ahnung. Als ich sie gesehen habe, hat sie mit Iris geredet, deshalb bin ich nicht länger geblieben. Ein Mädchen, das in einer Band spielt, sowas muss Cassie doch gefallen. Langsam verstehe ich und das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. Jo, mir auch nicht. Sie sind immer noch damit beschäftigt, hinter ihrem Rücken über Debra zu lästern. Echt schrecklich. Gut, dass du nicht so bist. Ja. Gut. Ich glaube, mit Melody muss ich noch reden. Ah.
Iris meinte, du hast wieder mit deinen Befragungen angefangen und diesmal stellst du allen Fragen zu Deborah. Ich weiß, ich bin zu neugierig, aber nachdem du mir nichts sagen wolltest. Es tut mir leid, ich wollte zuerst noch etwas klären. Was möchtest du denn wissen? Wer ist sie aus einer ehemaligen Schülerin? Sie ist die Ex-Freundin von Kasia. Dam, dam, dam! Ich wusste es. Ex? Was ist denn passiert, dass aus ihr eine Ex wurde? Darüber wollte Kaste nicht sprechen. Wir haben uns besser angefreundet, als sie sich gerade getrennt hatten. Er hat ziemlich unter der Trennung gelitten. Da wollte ich ihn nicht noch zusätzlich drauf ansprechen. Sie hat ihn verlassen? Ja. Und warum will sie ihn jetzt wiedersehen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat sie es sich anders überlegt. Ich würde gerne direkt mit ihm sprechen, aber er ist immer nirgends zu finden. Lissandra wirkt auch ziemlich verwirrt. Das Ganze scheint ihm mehr auszumachen, als er zugibt. Aber abgesehen von der Sache mit Kasti hat noch niemand etwas Negatives über sie gesagt, oder? Doch, Ember. Aber sie hat Kasti verletzt. Man kann die Leute nicht nach ihren Beziehungen beurteilen. Sie hatte bestimmt ihre Gründe, ihn zu verlassen. Auf wessen Seite stehst du denn? Auf der Seite der Wahrheit. Oh, das klingt ganz nach dem maskierten Rächer. Okay. In den letzten Tagen habe ich so viel zu schreiben, dass ich gar nicht weiß, was ich auf der Titelseite setzen soll. Du weißt über Deborah Bescheid, nehme ich an. Ja, ich habe sie eben getroffen. Sie hat echt eine Menge zu erzählen, aber sie wollte erst. Ja, ich habe sie eben getroffen. Sie hat echt eine Menge zu erzählen, aber sie wollte erst allen Hallo sagen. Sie hat auch von dir gesprochen. Wirklich? Was hat sie denn gesagt? Dass du gestern wirklich nett warst und ihr geholfen hast, Kastil zu finden. Also nichts Gemeines. Und hast du immer noch Zweifel? Wir reden noch mit einer Person und dann gebe ich mich geschlagen. Sie hat mich gefragt, ob Kastil mir von ihrem Angebot erzählt hat. Von welchem Angebot? Mehr wollte sie nicht sagen. Ich hoffe, sie will nicht, dass er in ihrer Band spielt. Das hoffe ich auch. Das wäre schrecklich, wenn er die Schule verlassen würde. Komm schon, sieh's mal positiv. Dann könnten wir uns von ihm erholen. Ja, genau. Da bin ich ganz deiner Meinung. Der arme Lysander. Er seufzt die ganze Zeit vor sich hin. Meinst du, wir sollten versuchen, ihn aufzuheitern? Ich glaube, er will eher allein sein. Wenn er Hilfe braucht, kommt er schon von selbst. Keine Sorge. Wie du meinst, du kennst ihn besser als ich. Alexi, hast du Debra gesehen? Ja, ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Sie hat mir gefehlt. Ihr hättet mir ruhig erzählen können, dass eine Schülerin im Laufe des Jahres die Schule verlassen hat. Entschuldige, ich dachte, du wüsstest Bescheid. Du hast mir zum Geburtstag ihr Album geschenkt, erinnerst du dich? Warte, das war das Album ihrer Band? Ja, ich dachte, das wüsstest du. Ich hatte dir gesagt, dass es eine neue Band ist. Und daraus hätte ich das Schlussfolgern sollen. Tut mir leid. Du wirst jedenfalls sehen, dass sie echt nett ist. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Das glaube ich langsam auch. Siehst du hast dir völlig umsonst Sorgen gemacht. Ich würde aber gerne noch etwas überprüfen. Würdest du mit mir das Album von Deppa anhören? Ja, wenn du möchtest. Ich habe nie etwas gegen die Musik. Hast du das Album? Nein, ich werde es schnell kaufen gehen. Okay. Oder wir leihen es einfach von Melody aus. Nein, wir kaufen es nochmal. Geschenke shoppen. Schuh. Und hast du sie? Ja, ich hab sie. Super, dann lass sie uns mal anhören. Hast du deinen Discman dabei? Oh nein, den habe ich zu Hause. Wartest du hier auf mich? Dann gehe ich ihn eben holen. Okay, bis gleich. Gut, Leute, dann mache ich hier einen kurzen Cut und wir sehen uns im Part 2.